So, ja, da bin ich wieder mal. Der Norbert hat wieder ein bisschen was erzählt. Ob das natürlich jemand interessiert, das weiß man ja vom Voraus noch gar nicht. Ne? Zumal man nicht immer so weiß, was sollen wir denn eigentlich immer erzählen. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen, ach, erzähl doch einfach mal irgendwie sowas vom Plau. Ja, kann man ja machen. Ne? Aber es soll ja ein bisschen Hand und Fuß haben. Ne? Obwohl, wenn man bei den meisten Leuten so zuhört, was sie so zu sagen haben, hat man so das Gefühl, ob da so das mit dem Hand und Fuß immer so stimmt, ich weiß ja nicht. Ne? Also gerade bei Politikern hat man so immer so seine Zweifel, ob da ein bisschen wahrheitsgemäß dabei ist, ein bisschen was oder ein bisschen was, naja, also drumherum gerät, sagen wir mal. Ne? Man sagt ja auch, diplomatisch wäre das. Das wäre diplomatisch. Okay, gut, kann ja sein, dass es diplomatisch ist. Ne? Aber naja. Ja, ja, Gott, der Alltag, ne? Uns na, kleine Leute, sage ich mal immer, ne? Was interessiert uns das? Wir müssen ja sehen, dass wir rumkommen, ne? Dass um die Finanzen stimmen, ne? Das ist ja auch so ein Problem mit dem Geld, ne? Wir hatten schon viel Geld, es gibt aber Leute, ne? Ja, ja, da haben wir ja da Beispiele, ne? Die sitzen natürlich jetzt mal hinter den Gitter da, ne? Und sind da ein bisschen am geschiebte Luft atmen. Naja, selbst dran schuld, kann ich auch sagen, ne? Ja, wenn der Hals nicht voll kriegt, gell? Aber wir kleine Leute, naja. Ja, aber da kennst du auch schon, gell? Ich gucke immer ins Portemonnaie und sage, ach, schon wieder nichts drin, gell? Na? Ja, ja. So ist das. Ich war letztens drüben in Mainz gewesen, da wird ja gebaut wie Nachricht, gell? Also man denkt immer, gell, also man kennt seine alte Vaterstadt, komme ich nach Mainz und dann wieder was Neues, gell? War ich letztens hinter Mainz-Lerchenberg, wo das ZDF oben ist, gell? Wenn man nur fährt, rechts ZDF, linke Hand, was da gebaut wird, gell? Also sagen darf, gell? Ah ja, ist ja Platz, gell? Feld, die Bauern verkaufen, ne? Tja, das hängt aber damit zusammen, dass die Jugend, die Nachkommen der Landwirte, nicht mehr da aktiv sein wollen. Ne? Weil das ja ein schwerer Job ist, die Landwirtschaft. Ne? Das ist ja nichts von welcher Otto mit dem Benzkap. Da musst du früh raus, ne? Die Schweine füttern, die Hühner füttern und was weiß was alles so kreucht und fleucht auf so einem Bauernhof. Ne? Früh aufstehen heißt es. Und die jungen Leute, naja. Ne? Samstag, Sonntag, Feiertag, egal wann, das Viehzeug hat ja Hunger, ne? Wie wir ja auch. Ne? Wollen ja auch immer. Ne? Ja. Ja, da gehen sie lieber dann in die Stadt, machen da ihren Job. Und der Vater und die Mutter oder der Opa und Oma verkaufen dann. Ne? Da kriegen die Enkelchen natürlich auch schön was, aber das ist klar. Ne? Ja, dann wird gebaut. Ne? Landwirtschaft AD, wir kaufen alles irgendwo ein. Ja. Und wundern uns dann, wenn dann irgendwie die chemische Industrie dann noch mitmischt, ne? Und Ergänzungsstoffe bringt. Nach dem Motto, was der Bauer halt nicht bringt, ne, das bringt halt ja, die Chemie. Man merkt ja heute kaum einen Unterschied. Ne? Die können ja heute so schöne Sachen machen. Ach, was schön. Also die können heute Sachen machen, wo man denkt, das wäre echt. Fängt schon bei der Plumme an. Ne? Ich habe letzten Plummenstrauß gesehen, eine Arztpraxis in Wiesbaden. Da stand an der Rezeption bei den Mädchen, die da gesessen haben, ein wunderschöner Strauß. Ich dachte, er ist so Orchideenart oder was. Ne? Also darf ich mal anfühlen, wann haben die das letzte Mal Wasser gekriegt? Und haben die gesagt, ach, Wasser gekriegt, das ist ein künstlicher, ach, also was? Die sehen ja aus wie echt. Also da sieht man mal, ne, was heute alles geht. Und so ist auch am Essen und Trinken und überall. Man muss sehr frisch sein. Ich kann mir vorstellen, dass es Sendungen gibt wie Wieso und was weiß ich, und Verbrauchermärkte und all die Leute, die sich darum kümmern, dass man einigermaßen gesund über die Runde kommt. Gell? Kann man ganz dankbar genug sein bei sowas. Ne? Ja, ja, da geht das. Naja, ich weiß ja nicht. Ja, sieh, man kennt also ja zum Hundertsten, zum Tausendsten kommen, wenn man was erzählt. Gell? Das ist also los ist überall. Gell? Da will man gar nicht mal von der Welt retten oder von Europa. Oder bleiben wir nur unter dem Ländle. Ne? Deutschland genug Probleme. Ne? Ja. Obwohl Probleme will gar keiner haben. Jeder will ja nur haben, dass es ihm gut geht, Zufriedenheit. Ne? Aber es ist halt schwer, die Zufriedenheit. Generationenübergreifend hört man ab und zu mal. Generationenübergreifend. Jung, mittel und alt, an einem Tisch. Wie es früher war, ne? Haben die Leute einen großen Bauernhof gehabt, ne? Haben die alle unter einem Dach gelebt. Ne? Und haben eine Großfamilie gemacht. Hat man heute noch teils in Südländer. Ja, Italien, Spanien und so weiter. Dann in den Gegenden,
wo ich schon selbst erlebt habe. Ein riesengroßer Tisch, sind so 15 Leute, gell? alles Familie. Naja. Und heute sind die Leute nicht Städte, aber kleine Wohnungen. Ne? Ja. Da geht das natürlich nicht mehr. Ne? Die Oma ist im Altersheim, der Opa auch. Ne? Die Eltern wohnen da und die Kinder wohnen dort. Tja. Aber es gibt ja Telefon, ne? Und Handy und Skype und was weiß was alles. Ne? Man ist ja verbunden, wenn man will. Ne? Manche Leute wollen auch nicht. Ne? Naja. Das mit dem Kontakt untereinander ist ja auch so schwierig. Doch, ja. Naja, das ist nicht so einfach. Ach ja, es hat geklingelt, habt ihr gehört, das ist für mich das Zeichen, dass ich lange genug euch ja auf die Nerven gegangen bin. Hi, ich sag mal dann, 73, das ist ein Spruch bei der Funkamateur, ich bin Funkamateur, ne? Das sagt man immer bei also, auf Wiedersehen und schöne Grüße, sagt man 73, das ist auch so zahlt. Ja. Also, macht es gut, bis dann, danke fürs Zuhören und vielleicht demnächst wieder mal, ne? Bisschen gebabbelt oder bisschen gerettet vom Norbert. Macht's gut, tschüss, macht das Ding aus. Mal gucken, wo es ausgeht. Ich glaube, da drücke ich hier drauf. Alla, tschüss.